Sie haben einen langen und anstrengenden Arbeitstag hinter sich und fühlen sich komplett gestresst? Dann gehen Sie doch einfach mal in den Wald, nach Feierabend oder jederzeit, denn der Wald hat keine Öffnungszeiten und kostet auch keinen Eintritt. Außerdem sind die Heilkräfte des Waldes wissenschaftlich erwiesen. Bereits 1982 hat das staatliche Land- und Forstwirtschaftsministerium in Japan den Begriff Shinrin-yoku geprägt, was übersetzt Waldbaden heißt. Und dort ist es auch Teil der staatlichen Gesundheitsfürsorge. Was heißt jetzt Waldbaden? Waldbaden bedeutet, achtsam und entspannt in den Wald zu gehen. Aber geht es so einfach, achtsam und entspannt zu sein? Achtsamkeit und Entspannung muss man üben und trainieren, wie wenn man ein neues Instrument oder eine neue Sportart lernt. Auf den Weg nehme ich Sie mit. Lernen Sie, Übung für Übung Ihre Entspannung zu trainieren, Ihre Achtsamkeit zu trainieren. Und wenn Sie das können und richtig trainiert und geübt haben, dann können Sie es auch in jeder Situation, in der Sie gestresst sind oder angespannt sind oder Ärger haben, einfach einsetzen und kommen sofort wieder runter. Stress macht krank und deshalb sollte man dem vorbeugen. In meinem Buch habe ich außerdem ganz viele Walddüfte mit dabei, sodass man sich den Wald auch nach Hause holen kann. Ätherische Öle oder verschiedene Übungen für zu Hause, Duftmeditationen und Körperwahrnehmungsübungen. Also, kommen Sie mit mir in den Wald.